Hallo Leute, kennt ihr schon den Lotharpfad im Schwarzwald? Wenn nicht, dann bleibt dran. Ja, es ist Herbst geworden. Die Hitze des diesjährigen Sommers ist vorbei. Da bietet sich doch ein kleiner Ausflug zum Lotharpfad und der Murrquelle an der Schwarzwald-Hochstraße an. Lothar? Da war doch was. Klar war da was. Lothar war ein Orkantief, das am 26. Dezember 1999 über West- und Mitteleuropa hinwegzog. Der Orkan richtete vor allem in Nordfrankreich, der Schweiz, Süddeutschland und Österreich die höchsten Sturmschäden der jüngeren europäischen Geschichte an. Wir kamen da gerade aus Namibia zurück und sahen Bilder wie dieses. Auch die Waldflächen an der Schwarzwald-Hochstraße, der B500, im Bereich des Schliffkopfs zwischen Baden-Baden und Freudenstadt wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Dort errichtete das Naturschutzzentrum Ruhestein in der Folge den sogenannten Lotharpfad, der durch eines der am meisten zerstörten Gebiete führt. Die Idee dabei war nicht nur, die Schäden zu zeigen, sondern vor allem, wie sich die Natur dort im Laufe der Jahre erholt. Nun sind 19 Jahre seit dem Sturm vergangen und die Natur hat sich deutlich regeneriert. Der Lotharpfad führt über Wege und Treppen auf einer Gesamtlänge von etwa einem Kilometer durch dieses Gebiet. Wenn man sich Zeit lässt und gemütlich geht, ist man in 30 bis 45 Minuten durch den gesamten Pfad gegangen. Ich nehme euch einfach mit auf diese kleine Tour. Viel Spaß dabei! An vielen Stellen sieht man die ursprünglich gefallenen, gestürzten Bäume im unterschiedlichen Zustand der Verrottung, während die nachgewachsenen jungen Bäume wie die Fichten bereits wieder eine Höhe von etwa geschätzt 4 bis 5 Metern haben. Dadurch führt der Pfad heute über weite Strecken durchs Dickicht, was einen besonderen Reiz hat, weil man eigentlich nie weiß, was einen in die nächste Ecke erwartet. Was da ab und zu im oberen linken Rand erscheint, ist tatsächlich ein Teil meines Fingers. Meine Kamera hat das Objektiv oben sitzen, sodass die Gefahr besteht, dass wenn man sie gut festhalten will, dass leider der Finger vor das Objektiv rutscht. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Eine Aussichtsplattform gibt dir die schöne Möglichkeit, über die Schwarzwaldwipfel bis hinüber ins Elsass zu schauen. Bei gutem Wetter soll man von hier aus sogar die Alpen sehen. Zwischenzeitlich sind die Bäume schon wieder so weit gewachsen, dass man bereits abholzen musste, nur um diesen Blick überhaupt noch frei zu halten. Thank you.
nicht weit vom Lotharpfad entfernt, etwa 4 Kilometer zu Fuß, ist die sogenannte Murgquelle, wo der Fluss Murg entspringt. Da wir noch Zeit hatten, bauten wir diesen kleinen zusätzlichen Umweg einfach in unsere Tour ein. Leider ist dieser trockene Sommer auch an der Murgquelle nicht spurlos vorübergegangen. Da ist kein Tropfen Wasser mehr. Über einen engen Pfad geht es bergauf Richtung Schliffkopf und von dort über schmale Wege zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour, dem Parkplatz am Lotharpfad. Gerade jetzt im Herbst ist das ein besonders schöner Weg. Die Laubfärbung des Waldes, die angenehmen Temperaturen, kann ich jedem nur empfehlen. Die weiteren Bilder sprechen für sich, daher beende ich jetzt meinen Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, schaut doch einfach nochmal rein in einiger Zeit auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich kann euch dann neue Videos und neue Filme zeigen. Macht's gut!